In diesem Video zeigen wir, wie man einen professionellen Livestream für das Internet macht, wie man hier auf Facebook oder YouTube live gehen kann, welche Hardware dafür benötigt wird und wie wir hier mit der Software und der Einrichtung das Ganze sehr professionell realisieren können. Wenn man hier im Internet sucht nach Live-Broadcastern, dann sieht man, dass die hier doch eine Menge an Geld kosten und dass hier wirklich ein professioneller Broadcaster 400 Euro und mehr kostet. In diesem Video machen wir das Ganze mit einer Android-App, mit einem Videograbber und entsprechender Software und können so kostengünstig genau das Gleiche machen, was auch mit diesen Broadcastern gemacht werden, was auch bei professionellen YouTubern, zum Beispiel für Gameplay-Videos und so weiter, zum Einsatz kommt. Für die Einrichtung benötigen wir als erstes ein Android-Smartphone, dann einen OTG-Adapter, das ist hier ein USB-Anschluss, dann benötigen wir den Videograbber, das ist hier mit einem HDMI-Eingang, der wandelt das so wie eine USB-Kamera dann um auf ein USB-Signal und das Ganze können wir dann hier auf unseren OTG-Adapter anschließen, was dann anschließend auch beim Android-Smartphone angeschlossen wird. Und hier dann unser HDMI-Kabel am Eingang vom Grabber angeschlossen wird und in diesem Fall halt ein Mini-HDMI oder eben ein normaler HDMI, je nach Kamera, direkt an der Kamera angeschlossen wird. Das gesamte Setup sieht jetzt so aus, wir haben eine Kamera, wir haben hier unsere App, wir haben das alles auf ein Stativ gebaut und mit der Kamera, eben, die wir im Dauerbetrieb mit dem HDMI-Out über diesen Videograbber an das Smartphone angeschlossen haben, können wir jetzt unseren Livestream starten. Das Ganze funktioniert über WLAN, funktioniert auch über normales Mobilfunknetz, also über LTE natürlich und schon können wir den Livestream starten. Sobald die App bereit ist, aktualisiert sich der YouTube-Player und wir sehen hier bereits auf YouTube den aktuellen Livestream von unserer Kamera. Die App kostet natürlich, das heißt, wir haben jetzt hier die Free-Version. Das heißt, es wird dann unten auch im YouTube-Livestream immer das Logo eingeblendet und das Bildformat ist nicht voll ausgelegt. Das liegt daran, dass wir die Free-Version haben. Die App selbst nennt sich Kamerafy Live. Das ist jetzt hier eine App, die das USB-OTG unterstützt und auch den Videograbber unterstützt. Und die App selbst ist sehr einfach zu konfigurieren. Das heißt, man verbindet sich hier zuerst mit seinem YouTube-Account, kann dann auswählen, man kann auch Facebook Live konfigurieren und man kann auch einen RTSP-Stream für ein lokales Netzwerk oder einen Videoserver machen. Und anschließend startet man einfach hier mit Knopfdruck die Live-Übertragung, wählt einen Titel aus und schon ist man auf YouTube live. Das war's auch schon wieder. Wie gesagt, kurz vorher muss man noch YouTube konfigurieren und das Konto einrichten, aber alles andere funktioniert dann von selbst. Außerdem hat man die Möglichkeit, durch diesen HDMI-Anschluss einen Switch vorher anzuschließen und so kann man dann professionell oder wenn man es noch professioneller machen will, direkt ein HDMI-Mischpult anschließen und dann kann man von mehreren Eingangsquellen, also wirklich verschiedene Kameras schalten und diese dann alle in das Internet, also auf YouTube, auf Facebook oder eben auf den eigenen Streaming-Server streamen. Es gibt auch Software für Windows und eben für Android. Ich denke, dass es auch hier für Raspberry entsprechende Software gibt. Alle Informationen eben zu dieser Hardware, zu diesem Setup und eben die App gibt es wie immer im Link in der Videobeschreibung für unsere Website.